Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video, an diesem wunderschönen Tage, meine Freunde. Und was macht man so als selbstkritischer und ständig sich selbst reflektierender Mensch, wie ich es bin? Eigentlich bin ich kein bisschen selbstkritisch, weil ich denke, ich bin der coolste Motherfucker der Welt. Aber scheinbar gibt es da draußen Leute, meine Freunde, die das anders sehen. Ich habe eben einfach mal oben bei der YouTube-Suchleiste Gewinnzeit Hate angegeben, denn ich hatte mal vor ungefähr 1,5 Jahren eine Videoreihe, wo ich euch dazu aufgefordert habe, mir Hass-Videos und Diss-Tracks um die Ohren zu ballern. Dieser Aufforderung möchte ich jetzt gerne mal nachkommen, meine Freunde. Produziert mir bitte unbedingt Videos, meine Freunde, mit dem Titel Gewinnzeit Hate 2.0, meine Freunde. Ich möchte wieder auf Hate von euch reagieren. Ich möchte sehen, wie abgrundtief ihr mich nicht leiden könnt, meine Freunde. Klar, dafür müsste ich nur mal in die Kommentare schauen, aber das tut mir dann doch zu sehr weh. Dementsprechend würde ich gerne auf eure Videos reagieren, meine Freunde, und damit einfach ein bisschen geilen Content erzeugen, wo ich mir nicht viel Mühe für machen muss. Ja! Und dann bin ich auf dieses Video gestoßen, meine Freunde. Ich glaube, ich habe dieses Video damals bewusst außen vor gelassen, weil ich dachte, dieser kleine Junge wird zu Tode fertig gemacht. Das allererste, was ihr jetzt tun sollt, meine Freunde, ist, ihr geht rüber zu diesem Video und lasst auf jeden Fall schon mal 1 Milliarde Daumen nach oben da und einen freundlichen Kommentar, meine Freunde. Etwas wie dieses hier. Du bist doch behindert oder sowas. Möchte ich nicht sehen, sondern ich möchte Kommentare wie dieses hier lesen. Passt mal auf, meine Freunde. Ich zeige euch jetzt mal, wie man gute Kommentare schreibt. Hey, lieber Clickbait. Ich bin wirklich dankbar für deine ehrliche und aufrichtige Meinung zu Gewinnzeit. Es tut gut zu sehen, dass es noch Menschen mit Rückgrat in unserer Gesellschaft gibt. Menschen, die sich nicht den Mund verbieten lassen und all das aussprechen, was wir uns nicht trauen zu sagen. Danke für deine offenen Worte und deine reine Meinung. Mach weiter so. So Leute, solche Kommentare möchte ich da jetzt lesen. Ich möchte sehen, dass ihr diesem Jungen Stärke gibt. Ich möchte sehen, dass ihr dieses Kind unterstützt, verdammt nochmal. Weil dieser Junge ist rausgegangen und hat endlich aufgeklärt, was für ein ekelhaft und belanglos widerlicher Mensch ich eigentlich bin. Meine Freunde, ich möchte eine Sache jetzt erstmal, bevor wir in dieses ganze Hate-Format-Thema wieder einsteigen, klarstellen. Alle Leute, beziehungsweise ich nehme an, ein Großteil Leute, die diese Videos aufnehmen, hassen mich nicht wirklich. Und wenn sie mich wirklich hassen, dann ist das vollkommen in Ordnung, meine Freunde. Ich möchte nur, dass jetzt niemand hingeht und diese Leute fertig macht oder irgendwie da anfängt rundherum zu heulen. Revi ist der beste YouTuber, dann soll nicht fertig gemacht werden. Doch, auch ich verdiene es manchmal, fertig gemacht zu werden. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was Clickbait aka Weedzeit zu mir zu sagen hat. Und ich möchte, dass dieses Video in die Trends kommt, nachträglich. Und eine Menge Likes hat. Ich möchte darauf 1000 Likes sehen auf dieses Video und keine Dislikes mehr, meine Freunde. Wir bleiben bei 87 Dislikes. Mehr nicht, ganz klar. So, Revi, das ist eine Ansage an dich. Erstens, ich kann zaubern und du wahrscheinlich nicht. Okay, das ist heftig. Ja, genau, meine Nase war eigentlich gar nicht so behindert. Digga, okay, krass. Scheinbar legt sich gerade ein Zauberer mit mir an. Und jetzt komme ich zu dir. Ich bin richtig doof, ich will ein Hate-Video machen sollen. Ein Hate-Video? Das ist ein f***ing Ernst? Ja, ein Hate-Video, das ist mein f***ing Ernst. Jedes Video, was über dich oder von dir ist, ist ein Hate-Video, weil man dein Gesicht wahrscheinlich daran sieht. Bro, aua. Oder dein Name dran ist. Alter! Kann man halt machen. Ja, das ist ekelhaft. Da hast du recht. Aber wirklich jetzt. Ohne Witz, du bist so scheiße. So ein Scheiß-Content. Also du machst dich nur lustig. Mach doch mal von dieser Spaß. Sie macht einfach Minecraft. Wer mag denn Minecraft? Das kommt zwar beliebt an. Aber nur bei solchen... Keine Ahnung, wie man das nennt. Ja, erstmal hier, wie gesagt, Props an dich, Bro. Du sprichst einfach die Sachen nicht durch die Blume an, sondern sagst mir straight up ins Gesicht, was für ein Bastard ich eigentlich bin. Und ich muss das respektieren, Leute. Ich finde das gut. Können wir ganz kurz mal einen dicken Community-Applaus für diesen Jungen haben, meine Freunde? Ihr seht schon hinter mir, die Reihen füllen sich, meine Freunde. Alle klatschen, applaudieren. Das ist Comedy im Jahr 2018. Digga, nice, Mann. Endlich mal jemand, der mir die Meinung sagt. Tut gut, Alter. Tut gut. Ja, also auf jeden Fall. Ich finde dich richtig scheiße. Mhm, kann ich verstehen. Guck mal, wo ich jetzt draufspringen werde. Was ist das? Auf einen Zettel, wo spiegelverkehrt steht. Revi ist... scheiße. Digga, das kannst du nicht machen. Du kannst jetzt nicht auf einen Zettel draufspringen, wo spiegelverkehrt mein Name draufsteht, Alter. Das kannst du nicht bringen, Digga. Tut mir leid. Denn das ist ja eigentlich... deine Verwandtschaft. Genau. Meine, was ist das? Meine Verwandtschaft? Argumentationsstruktur und Ähnliches... sehe ich da jetzt nicht. Aber seine Argumente, also so wie er es sagt, ich kann nachvollziehen, was er fühlt. Jetzt will ich mal drauf rumspringen. Bruder, vorsichtig! Oh mein Gott, Alter. Alter, geht's dir gut? Oh, scheiße, Bruder. Oh, ich hoffe, dir geht's gut, Alter. Hat das ein bisschen wehgetan? Ja, mach dir kein... Bruder, ich hoffe, dir geht's gut. Hab ich erst zerstört? What the fuck? Das hat kaum Schaden genommen. Okay, ja. Ja, vielleicht... Ja, vielleicht isst du den Zettel einfach, wo mein Name draufsteht. Das ist immer noch stark, Leute. Das ist immer noch stark, weil er lässt sich den Mund nicht verbieten. Er ist ein Ehrenmann.
Man merkt halt einfach, dass das nicht ernst meint, Leute. Ich finde es so cool. Wie alt ist der Kerl? Ich würde es einfach mal schätzen. Keine Ahnung. 13, 14. Und ganz ehrlich, der Typ hat deutlich mehr komödiantisches Talent als ich. Ich meine, ich bin scheiß lustig. Aber der Kerl, aus dem kann was werden, Leute. Sehr gut, Alter. Gib's ihm. Da ist das Wort Revi drauf. Das ist eklig. Mein Junge, wie hat dich rasiert, Alter? Auf jeden Fall. Jetzt bekommt man direkt eine richtig harte Hater-Ansage an dich. Okay. Weißt du, wie hart die Hater-Ansage sein wird? Nee. Tja, dann pass mal auf. Okay. Genau. So hart wie mein Penis. Auf was habe ich mich da eingelassen? Oh mein Gott, er ist so cool, Alter. Digga, er ist 11, 12, 13, 14. Ich würde sagen, er ist mit 14 Jahren deutlich cooler, als ich es jemals in meinem ganzen Leben werde sein. Ich kann nicht mal richtig sprechen, Alter. Also, jetzt werde ich dich richtig hart haten. Okay. Wie das Ding, wie mein Ding hier. Ja, ich skipp das einfach mal, den Part. Er hat einen Zauberstab in der Hand. Was sagst du da? Hör auf, dein Handy zu schlagen. So. Hör auf. Du weißt, was ich jetzt machen werde? Was denn? Erstmal werde ich werde jetzt mal richtig zum Aslock. Okay. Leute, dieses Video nimmt eine Wendung, dass ich bin gerade auf Internetgold gestoßen, Digga. Der Typ, Mann, du bist eine motherfucking Legende, Bro. Du bist eine verdammte Legende, Bruder. Wieso habe ich dieses Goldstück nicht schon vorher betrachtet, Digga? Leute, dieser Mensch ist ab dem heutigen Tage der König des Internets. Das hier ist jetzt unser persönlicher Meme-Gott. Du kannst auf internationale Tour gehen, Alter. What the fuck? Wie gut... Also, ey, das ist Satire auf hohem Niveau, ohne Spaß, Leute. Der Kerl ist so dermaßen jung und hat sich... Ich komm nicht klar, Alter. Ich hab meine Lederjacke. Schau eine Galerie und weiß, was ich noch hab. Ein Rasierer. Oh mein Gott. Ein Rasierer. Bruder. Genau, du hast gesehen. Ich rasier dich. Digga, jetzt ganz kurz, auch wenn ich dich feier, vorsichtig mit dem Rasierer, der hat scharfe Klingen und wenn du damit über deine Hand streichst, das sind direkt deine Pulsadern, Digga. Mach keinen Blödsinn, Alter, wir brauchen dich noch, Internetgott. Ich guck mal, zu beweisen, dass ich hart bin. Nee, oh, Bruder, deine Handhaare. Oh, fuck. Egal, hier siehst du, ich rasiere mich und so werde ich dich erreichen. Mach richtig hart an. Nein, Bruder, deine Lederjacke geht davon kaputt, mach mal nicht. Ja, Bruder. Okay, ich bin jetzt ein richtiger Adler. Okay. Richtige Adlerkampf. Oh mein Gott, der hat zwei Waffen. Oh mein Gott. Die auch geladen. Oh mein Gott, Bro. Komm runter. Ganz ruhig, Digga. Oh mein Gott, er schießt scharf. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, so jemand als Hater zu haben, das ist wirklich krank, weil der Typ hat scharfe Waffen, meine Freunde. Ihr seht, wie gefährlich er ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch weiter angucken kann. Egal, ich muss da jetzt drüber. Ich muss da jetzt durch, Leute. Ich will wissen, was der Hater-Gott gegen mich zu sagen hat, Alter. Was sagst du jetzt? Ich hab mad Respekt vor dir, Bro. Was sagst du? Nicht schießen, bitte. Ich werde mich abschießen. Bitte nicht, Digga. Das kann ich später aufräumen, ich weiß. Aber das ist mir scheiße, Junge. Das ist mir scheiße. Hast du das geskriptet, Bro? Hast du das runtergeschrieben oder hast du einfach gesagt, ich mach jetzt einfach irgendwas, Digga, denn das, was du da machst, ist so goddamn funny einfach. Ey, man merkt halt einfach, dass es 100% Satire ist, Leute. Ich meine, witziger als Mario Barth zu sein, ist keine Kunst, aber der Typ könnte halt die Lanxess Arena oder das Olympiastadion Berlin dreimal füllen mit seinem Programm. Wirklich, Alter. Wenn du das jetzt nicht verstanden hast, dann... Oh mein Gott, Bro, bitte nicht. Bro... Oh, Digga, beruhig dich. Genug mit Aslak. Ich finde auch die Kameraperspektive von unten immer ganz geil. Ach. Okay, er ist wieder zurück. Puh, was ist denn das denn? Puh, also, jetzt. Hast du verstanden? Oh, fuck, da war eine Knarre. Ja, skippen wir den Part wieder, wenn man sich auf eine Pistole setzt. Oh mein Gott, was macht er jetzt? Stopp. Wo kommt denn die Knarre her, hä? Ja, aber ich meine... Ich bin der Stimmster auf der Welt. Ich bin Revi-Hater. Ich meine, wer verschwendet seine Zeit mit Treue? Bruder, nein! Oh mein Gott! Nein, das kann nicht sein. Sag mir bitte, dass er wiederkommt. Bruder, du hast noch so viel vor dir, Alter. Du könntest eine Comedy-Karriere starten. Bruder! Leute, ich glaube, das war's mit dem Meme-Gott. Ich glaube, der König des Internets ist gerade... Nein. Er ist immortal. Oh mein Gott! Was? Was war das für ein Sound? Was? Das ist an einem Stück aufgenommen, Leute. Ey, so eine Performance würde ich nicht mal hinbekommen. Oh mein Gott, Leute. Er ist unsterblich. Der Beweis... Weiterlachen. Oh, warte. Falscher Sound. Warte. Oh, fuck. Warte, das war wieder falscher Sound. Shut up.
richtig tun. Okay, Leute, ihr habt es gerade gemerkt. Dieser Kerl, dieser Dude ist für mich wirklich mit dem heutigen Tage unangefochten der König des Internets, meine Freunde. Und ich möchte, dass ihr jetzt alle hingeht und ihm für dieses Videomeisterwerk. Seit langem hat mich kein Video auf YouTube mehr so unterhalten wie das hier gerade, meine Freunde. Lasst dem jungen Props da. Schreibt ihm unbedingt in die Kommentare, wie geil dieses Videomeisterwerk ist, Digga. Und ich mach dir jetzt ein Angebot, Bro. Ich würde dich gerne ins UFO einladen. Reagier irgendwie, Alter, wenn ihr diesen Jungen kennt. Sagt ihm das. Und sollte einer von euch auf die Idee kommen, dieses Kind fertig zu machen, meine Freunde, komme ich persönlich vorbei und mach gemeinsam mit dem Internetgott höchstpersönlich, Leute, ein Diss-Track gegen euch und rasiere eure ganze Familie, meine Freunde. Dieser Kerl hat es verdient, in den Internet-Olymp aufgenommen zu werden. Dieser Kerl hat Legendenstatus jetzt schon, meine Freunde. Der Kerl hat mehr in seinem ganzen Leben erreicht, als ich oder irgendwelche sonstigen Z-Prominenten aus dem Internet wie YouTuber erreichen wird, meine Freunde. Ich hätte niemals gedacht, dass sich dieses Video in diese Richtung entwickelt. Komm bitte bei mir im UFO vorbei, Bro. Wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, kontaktiere mich, Leute. Ich bin einfach gerade buff, Leute. Melde dich bei mir, Bro. Du bist herzlich eingeladen hier ins UFO mit Essen, Verpflegung, Merch-Paket, allem drum und dran, Digga. Einfach nur geil. Und ihr dürft jetzt gerne wieder hingehen, meine Freunde, und gemeinsam Hate-Videos gegen mich anfertigen. Schreibt in den Titel Revinsat Hate 2.0. Damit bin ich raus, Leute. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Ciao, ciao.